Ja, hallo, grüß euch. Willkommen bei einem neuen Einkochvideo. Dieses Mal werden wir Quitten verarbeiten und dazu haben wir uns Folgendes überlegt. Wir wollen einerseits ein Quittengelee machen mit Chilis und einen Teil der Quitten zu Quittenleder verarbeiten. Ich habe jetzt einmal die ganzen Zutaten hier aufgelegt. Das wären einerseits diese herrlichen, schönen Apfelquitten. Wer meine Gartenrundgänge gesehen hat, der weiß ja, ich habe da direkt beim Aufgang zu den Tomaten einen kleinen Quittenbaum stehen. Und dieser kleine Quittenbaum produziert jede Menge von diesen Apfelquitten. Insgesamt haben wir 6 Steigen geerntet. Also wenn ich schätzen muss, werden das sicher 40 bis 50 Kilo sein, was eine enorme Menge ist für so einen kleinen Baum. Dann habe ich noch eine zweite Quittensorte, und zwar ist das die Birnenquitte. Die sind wunderschön groß heuer. Die größten Früchte haben etwa ein Gewicht von 500 Gramm. Da hat der Baum heuer weniger Früchte drauf, dafür sind die Früchte umso größer geworden. Und wenn wir ein Quittengelee machen mit Chili, brauche ich natürlich auch jede Menge Chilis. In dem Fall habe ich rote und gelbe Gänseschnäbel. Die haben nur eine geringe Schärfe und diese Schärfe geht auch gleich wieder weg, weil wir wollen ja nicht die Schärfe in den Vordergrund bringen, sondern das Aroma von den Chilis. Und da sind die wunderbar geeignet. Die haben ein ganz fruchtiges, exotisches Aroma und eine dezente Schärfe. Die Quitten kann ich natürlich nicht roh verarbeiten. Das heißt, die werden jetzt einmal gekocht und die weiteren Verarbeitungsschritte zeigen wir euch dann in der Küche. So, wir haben jetzt die Quitten da mal gewaschen, damit dieser ganze Flaum herunter ist. Die werden wir jetzt aufschneiden und dann einmal weich kochen. Und dazu kommt wieder meine Frau. Hallo. Die sind ja sehr hart, also braucht man unbedingt ein scharfes Messer. Braun. Ja, wenn die Quitten ein bisschen länger liegen, werden sie dann braun. Für den Geschmack ist es egal. Ja, so hart ist es gar nicht. Schneiden wir mal hier. Das sind ja die Birnenquitten. Die andere Frucht war die Apfelquitte. Jo, fesch. Schneiden wir noch eine auf. Wie gesagt, wir werden das dann im Topf kochen. Ja, ist auch ein bisschen braun. Das Kerngehäuse nehmen wir natürlich noch raus. Die wollen wir nicht mit drinnen haben. Wir haben jetzt da 2 Kilo Quitten geschnitten und ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben jetzt noch ein paar Birnen. Die ist die Sorte Pastorenbirne, das ist eine Winterbirne, die ist eine ausgezeichnete Kochbirne und haben wir gedacht, die werden wir einfach auch dazu mischen, damit das Ganze ein bisschen gehaltvoller wird. Also genauso wie die Quitten einfach aufschneiden, entkernen. Und dann schmeißen wir das dazu. Wir haben jetzt noch ein bisschen Orangensaft gepresst. Und Zitronensaft, der ist jetzt ganz unten drin. Genau. Und dann kommt noch 1 Liter Wasser auf die Menge hinzu. Und dann werden wir das Ganze aufkochen. Gut, schalten wir den Ofen ein. Und nachher geht's weiter. Ja, die ist ziemlich mehlig da schon. Die Masse ist jetzt schön weich gekocht und die werden wir jetzt einfach durch dieses Tuch rinnen lassen. Den Saft werden wir dann für das Quittengelee weiterverarbeiten und die trockene Masse dann für das Quittenbrot. Dazu müssen wir das Ganze mal da jetzt durch sein. So, schauen wir, wie viel Platz hat. Der Saft tröpfelt schon.
Können wir mal schauen. Langsam aber doch. Das dauert natürlich, bis die ganze Masse da durchrennt, also zumindest der flüssige Anteil. Ja, bis morgen müssen wir warten. Genau, also wir lassen das jetzt über Nacht stehen und dann verarbeiten wir das morgen weiter. Wir haben das Ganze jetzt über Nacht stehen lassen und da sind jetzt dann 100 Liter Saft rausgekommen. Das hier ist die trockene Masse, die überblieben ist. Die werden wir dann durch die flotte Lotte jagen, weil es sind doch noch ein paar Anteile vom Kerngehäuse drinnen und natürlich auch die Schale. Die wollen wir dann nicht im Quittenbrot haben. Dann habe ich auch schon noch ein paar Chilis vorbereitet. Die muss ich noch entkernen. Das einerseits sind das die roten Gänseschnabel und dann habe ich noch diese Bikini Peach oder Chupetino Peach. Also das ist ein bisschen eine schärfere Variante in so einer schönen Lachsform. Und ein bisschen Ingwer kommt auch noch rein. Das sind jetzt ca. 20 Gramm. Gut, dann werden wir mal alle Zutaten herrichten und dann geht es weiter mit dem Einkochen. Weiter geht's. Wir haben jetzt da ca. 1,5 Liter Quittensaft gewonnen. Und es ist 1,3 Kilo Quittenmus geworden, das ich durch die flotte Lotte gedreht habe. Das ist jetzt das erste, was wir weiter verarbeiten werden. Wir haben da jetzt 1 Kilo Zucker dazugeleert. Und das werden wir jetzt aufkochen. Und dann kann man das fein aufstreichen auf ein Tablett und dann trocknen lassen. Beim Chili-Gelee haben wir noch zusätzlich jetzt ein paar Stangen Zitronengras reingeschmissen. Die gehen wir aber wieder raus, bevor wir das abfüllen. Die sollen nur ein bisschen eine leichte Zitronennote hergeben. Wie Sie sehen, haben wir die Chilis so in kleine Stückchen geschnitten. Den Ingwer genauso. Und das werden wir dann auch aufkochen und dann heiß abfüllen. Bis das soweit ist, machen wir wieder eine kurze Pause und dann geht's weiter. Die Quittenmasse ist jetzt ein bisschen noch eingedickt. Wenn man da jetzt mit dem Kochlöffel durchfährt, dann rinnt die nicht sofort zusammen. Das heißt, das ist jetzt genau die richtige Konsistenz. Wir werden das Ganze noch ein bisschen abkühlen lassen und dann auf diese vorbereiteten Tabletts streichen. Und die kommen dann in den Dörrautomaten. Wie gesagt, ein bisschen abkühlen soll das Ganze. Es ist jetzt wirklich eine schöne, zähflüssige Masse. Gut, dann warten wir mal, bis das kühl wird. Die Masse ist jetzt abgekühlt. Das heißt, wir können das Ganze jetzt fein aufstreichen. Mach. Mhm. Kommt schon. Also eine schöne Konsistenz, die Farbe ist auch sehr schön. So. Und riecht gut. Der Flausch. Ups. So, schauen wir, dass wir es gleichmäßig hinbringen, nach Möglichkeit.
Das ist wieder ein bisschen Spülerei, bis man das Fleisch gleichmäßig verteilt hat. Ja, zum Schluss kann man die schieren Ränder abschneiden und schöne gerade Zuckerl machen. So, Nummer 1 ist fertig. Ja, das heißt, wir machen jetzt noch die weiteren Tabletts. Nicht? Und dann können wir es eigentlich gleich in den Bierautomaten geben. Und wir können weitermachen mit dem Chili. Chili, genau. Ja, und jetzt? So, das Ganze ist jetzt aufgekocht. Und damit können wir es auch abfüllen. Umrühren, damit sie Chilis und Ingwer ordentlich verteilt. So, ein bisschen noch. Schauen wir mal. Passt. Zitronengras bleibt draußen. Das wollen wir für den Geschmack. Hoffentlich nutzt es was. Ja, wir werden jetzt die Gläser fertig machen. Der Quittenkäse ist jetzt schon im Dörrtomaten. Und den werde ich noch einmal zeigen, wenn der fertig getrocknet ist. Das dauert natürlich jetzt eine Weile. Wir haben ihn jetzt einmal für 6 Stunden eingestellt. Mal schauen, ob er dann schon die richtige Konsistenz hat. Das Quittenleder war jetzt dafür einige Zeit im Dörrautomaten, damit es wirklich eine schöne Konsistenz kriegt und die ganze Flüssigkeit noch rausgeht. Wir haben jetzt uns überlegt, wir wollen das nicht nur einfach in Staubzucker wälzen, sondern es wäre mal interessant, wenn man das mit Schokolade überzieht. Und dazu haben wir einfach eine Ausstechform genommen und so lustige Motive ausgestochen. Die werden wir jetzt dann mit Schokolade überziehen. Und da haben wir noch das fertige Quittengelee. Ich hoffe, das sieht man gut. Die Chili- und Ingwerstücke haben sich schön verteilt im Gelee. So genauso wollten wir das haben, dass das auch optisch hübsch ist und nicht, dass jetzt die ganzen Bestandteile jetzt nur am Boden oder am Deckel aufschwimmen. Gut, dann werden wir mal die ersten Teile mit Schokolade überziehen. Das ist Zartbitterkuvertüre. Lassen wir das ein bisschen abtropfen. Flupp. Das geht ganz einfach. Eindunken, ein bisschen wenden. Ups, verlieren. Wie beim Fondue. Das lässt man einfach trocknen, dann kann man es hübsch verpacken. Das ist ein nettes Geschenk, vielleicht für Weihnachten. Ja, auch zum selber essen gedacht. Ich esse das selber, schenke nichts her. Okay, dann nicht. Ups. Ja, schaut ganz nett aus. Schmeckt auch gut. Ich habe schon gekostet. Wie kannst du nur? Ich muss ja wissen, was ich hergebe. Okay, also es ist jetzt noch... Das dauert noch ein bisschen. ...einiges zu tun. Das heißt, wir machen jetzt wieder einen kleinen Cut und dann... Zeigen wir euch noch das fertige Produkt. Die Schokolade ist jetzt getrocknet. Wie Sie sehen, sind das jetzt so hübsche kleine
Praline geworden. Wir haben jetzt dann noch jede Menge, was wir verarbeiten können. Wenn man natürlich das aussticht, fällt jede Menge auch an Apfeln an. Aber unsere Kinder werden sich gleich darauf stürzen. So wird nicht lange was übrig bleiben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt ihr mir wieder Kommentare da lassen. Wir würden natürlich euch einen Daumen freuen. Dann bis zum nächsten Mal, euer Tomatenflüsterer.